Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ultimate Admiral Dreadnoughts. Wir sind zurück und ich habe euch ja gefragt, was ich als nächstes für ein Schiff bauen soll. Ihr habt dafür abgestimmt, dass wir einen russischen Schlachtkreuzer bauen. Das habe ich mal getan. Ich habe euch das Bauen jetzt einfach mal erspart, damit wir ein bisschen mehr Action haben. Und dabei ist die Lenin entstanden. Das Teil trotzt wirklich nur von Feuerkraft. Hier ist nichts dran gut, außer dass das Ding gepanzert ist wie Arsch und Feuerkraft hat bis zum Abwinken. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Fehler gemacht. Einen Moment. Hier fehlt mir noch ein Geschütz. So, jetzt ist die Lenin auch fertig. Halt wirklich ein Koloss. Wir haben hier 4x3 33 cm Geschütze und 14x2 7,6 cm Geschütze. Das ist schon recht stark. Dazu kommt, dass die ganze Geschichte halt maxed out ist, also halt das Beste vom Besten. Und ich dachte mir, wir treten heute einfach mal gegen ein spanisches Schlachtschiff an. Die Möglichkeit will ich auch nochmal nutzen und Danke sagen für die aktuell sehr krasse Resonanz auf die Videos. Was ihr da mit den Likes und mit den Kommentaren macht, ist ja nicht mehr normal. Gerne fleißig weitermachen, denn das Ganze zeigt mir, dass ihr wirklich Bock auf den Kram hier habt. Und das steigert natürlich auch die Moral an dem Ganzen. Generell, die Ultimate Admiral Videos und die Naval Art Videos kommen ja aktuell wirklich spitzenmäßig an. Und ach du Scheiße, die Spanier schmeißen uns da ein richtiges Schiff entgegen. So, da ist auf jeden Fall die Lenin. Da ist sie in voller Pracht. Ja, da habe ich gerade eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Das ignoriere ich jetzt aber einfach mal gekonnt. Na, wo, nein, jetzt hat das Spiel minimiert. Ups. Bitte ich zu entschuldigen. Das passiert hier hin und wieder nochmal. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich mache ja auch immer nochmal... Ah, verdammt. Screenshots im Hintergrund. Jetzt minimiert das Spiel die ganze Zeit. Wahnsinn. Oh. So. Jetzt minimiert das Spiel vielleicht mal nicht. So. Jetzt habe ich auch meinen Screenshot fertig fürs Thumbnail. Das geht normalerweise immer ein bisschen schneller. Ich habe der Lenin jetzt einfach mal gesagt, dass sie wenden soll, um halt die volle Feuerkraft nutzen zu können. Wir gucken uns mal das spanische Schlachtschiff an. Das sieht nicht nach feinen Zuckerschlecken aus, da bin ich ehrlich mit euch. Das sieht nach Krieg aus. Wow, und die erste Salve war schon ein Einschlag. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie schnell laden wir nach? Wir brauchen keine 20 Sekunden zum Nachladen. Wow. Die Lenin ist wohl doch ganz schön overpowered. Und dazu kommt, dass wir treffen. Die erste Salve war direkt deckend, die zweite Salve auch. Wahnsinn. Wenn wir hier gleich wirklich unsere komplette Feuerkraft einsetzen können, dann knallt das hier richtig. Aber das, denke ich, wird auch an Bord der spanischen Streitmacht, beziehungsweise des spanischen Schlachtschiffes sein. 51 Bruttoregistertonnen bringt das gute Stück hier auf die Waage. Also wirklich... Wir haben Wassereinbruch. Wir haben einen Treffer 8 anbekommen und haben Wassereinbruch. Ja, okay, von mir aus. Das Ding ist gut gepanzert. Das Ding hat alles gegen Wassereinbruch. Von daher mache ich mir dahingehend jetzt einfach mal keine großen Gedanken, dass da was passieren könnte. Natürlich, ein gewisser struktureller Schaden bleibt dabei nicht aus, aber da scheißen wir jetzt einfach mal drauf. So, da kommt die nächste Salve. Abpraller. Ich glaube, unser Kaliber ist zu klein. Das könnte zu Problemen werden. Wir wechseln erstmal auf hochexplosive Granaten. Schnell ist das Wies übrigens dazu auch noch. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 31,5 Knoten, was sehr, sehr gut ist für ein Schiff dieser Größe. Und vor allem ein Schiff dieses Gewichts. So, da kommt die nächste Salve. Einschlag, jawohl, da haben wir auch gleich einen Turm mit in Brand gesetzt. Sehr schön. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir keine schweren Treffer hier kassieren. Denn natürlich immer noch gefährlich, ein Treffer am Turm. Der könnte das Ganze sehr, sehr schnell beenden. Wir wechseln mal wieder auf panzerbrechend. So, da kommt die nächste Salve. Zwei kleinere Einschläge. Nichts Wildes. Das Schiff performt bis jetzt spitzenmäßig. Wir können unsere hohe Geschwindigkeit gut... Da gab es den nächsten Einschlag. Ein Antrieb wurde zerstört, beziehungsweise eine Maschine. Heißt, wir haben nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 24 Knoten. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Wir wechseln mal wieder auch hoch auf Explosiv. Aber wenn wir den Wassereinbruch wenigstens unter Kontrolle kriegen können. Wir kriegen hier einen schweren Treffer nach dem anderen. Wahnsinn, warum? Ist das Kaliber von der spanischen Streitmacht so gut? Vor allem, wir kommen da ja auch nicht durch. Das ist ja auch noch ein Problem. Ich meine, wir treffen zwar, aber wir prallen halt die ganze Zeit ab.
Vielleicht sollten wir mal unsere Frontpanzerung nutzen. Wir drehen mal bei. Dann können wir zwar nur unsere Geschütze nach vorne einsetzen, aber auch nach vorne fliegen 6 Geschosse Richtung Gegner. Von daher dürfte das eigentlich gar nicht so schlecht sein. Da geht die nächste Salve. Treffer und Brand. Das Schiff steht auf jeden Fall gut in Flammen. Das ist gut. Denn auch durch viele Brände kann das Schiff natürlich versenkt werden. Das leuchtet ein wie ein Scheinwerfer. So. Hier gab es den nächsten Treffer. Wurde aber abgewehrt. Spanisches Schlachtschiff legt los. Der vordere Turm stand bis jetzt eben gerade massivst in Flammen. So, wir drosseln einfach mal das Tempo. Dass wir nicht drauf zufahren, sondern halt in deren Richtung zeigen mit der Nase. Dass wir halt nicht so eine große Angriffsfläche bieten wie vorher. Aber natürlich hat so ein Schiff auch einen gewissen Bremsweg. Somit dauert das ein klein wenig. So, wir haben bis jetzt 1% unserer Besatzung leider verloren. Was natürlich immer weh tut. Unsere tapferen russischen Seefahrer hier zu verlieren. Gegen irgendwelche spanischen Möchtegern-Bismarcks. Oh, da gab es einen schweren Einschlag im Bug. 5 Mann verloren. War alles noch im Rahmen. Abpraller. So, jetzt muss mal wieder ein Wirkungstreffer von uns hier kommen. Kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit... Jetzt brummt das Handy hier andauernd. Direkt mal stumm gemacht. So, da gab es einen Einschlag. Da gab es einen Brand, habe ich gesehen. Mal direkt gucken. Jawohl. Der vordere Turm steht immer in Brand. So, die Lenin wehrt hier einen Treffer nach dem anderen ab. So will ich das doch sehen. Da gab es die nächsten 3 Treffer. Na okay, wir spielen ja natürlich auch mit Mädchenkaliber. Ne? 33 cm ist jetzt kein Kaliber, wo, keine Ahnung, der Yamato die Beine zittern. Ich glaube, die hatte 40,6 oder so, wenn ich mich recht entsinne. Von daher sind wir da definitiv im unteren Feld angelangt. Jetzt haben wir auch einen Brand an Bord. Aber keinen strukturellen Schaden. Prallt alles ab. Da gab es einen guten Treffer, einen Overpen und wieder Brände im Bug. Aber mit Bränden kommen wir halt nicht weit. Ich wechsle mal wieder auf panzerbrechend. So, da gab es wieder einen schweren Treffer. Keine 5 Minuten im Gefecht und schon ist unser Schiff hier fast Totalschaden. Beziehungsweise ist kein Totalschaden, aber halt die Maschine ist halt beschädigt. Was halt definitiv nicht allzu geil ist. So, eine Teilpenetration. Oh, wir kriegen hier einen nach dem anderen eingeschenkt. Aber wir haben bis jetzt mehr Schaden gemacht. So, hier, da muss jetzt mal einer kommen. Ja, Pen, 19 Schaden. Ab wann geht unsere Secondary los? Bei 11. Wir sind bei... Nee. Bei 7. 7,1. Wir sind bei 8,5. Wenn wir die Secondary mit reinbringen können... 38 cm hat das Schiffchen. Wir haben 26 cm Panzerung. Das ist nicht gut. Das geht durch wie Butter. Und Torpedos haben die Schweine natürlich auch noch an Bord. Oh, da gab es einen schweren Treffer. Da hat es ordentlich gerumst. Aber die haben schon mehr Mann verloren, aber die haben auch generell mehr Mann an Bord. Wir kommen da partout nicht durch. Was haben die denn für eine Panzerung? 38 cm, da kommen wir doch durch eigentlich. Also bis 38 cm. Ja, da gab es einen schönen Treffer. Ruder beschädigt. Aber das ist halt alles nichts, wo ich jetzt sagen würde, das bringt was. Das stört mich. Jetzt legt die Sekundärartillerie an Bord los. Oh, sie haben Wassereinbruch. Wichtig. Wir haben einen Brand. Das ist echt so ein Schlagabtausch hier. Du machst Wassereinbruch, wir zünden dich an. Aber jetzt macht die Linien hier einen soliden Job. Wir müssen dringendst abbremsen. Da gab es wieder einen guten Treffer. Da haben wir einen eingeschenkt bekommen. Ah, jetzt müssen wir mal beigeben hier. Ein bisschen beidrehen. Sonst geben wir da zu viel Preis. So, jetzt haben sie wieder Wassereinbruch. An Bord der Linien hageln die Granaten nur so ein.
geht die nächste Salve raus. Schön denkend, schöner Treffer. Was ist da los? Conning Tower damaged. Okay, das heißt, die Brücke ist beschädigt. Somit haben die auf jeden Fall ordentlich Malus. Weil die Linie ihn echt gerade auf den Sack kriegt. Das war ein Fehler, so nah ranzufahren, glaube ich. Weil wir echt gut Schaden dadurch machen, ne? Und halt eigentlich wenig kriegen. Boah, da ging richtig einer rein. Je näher wir ranfahren, desto denkender werden deren Salven natürlich. Aber abdrehen ist eigentlich keine Option, weil dann hauen sie uns erst recht klein. Haben sie Wassereinbruch eingeschenkt bekommen? Das Schiffchen ist auf jeden Fall ordentlichst lidiert. Na los. Aber wir kriegen hier richtig auf den Sack. Aber die ebenso. Bis jetzt ist es ausgeglichen. Dann müssen wir jetzt von Nagel mit Köppe machen. Ich drehe jetzt mal bei. Vielleicht ist das der Untergang der Linien. Ich weiß es nicht. Ich denke ja. Aber bis jetzt haben wir 10% mehr Struktur. Oh, da haben wir noch einen Wassereinbruch. Und das ordentlich. Die aber auch. Wenn wir die Geschütze 8 dann einmal reinbringen können und die ordentlich treffen, dann ist das gut. Wo haben die deren Torpedos? Oh, die sind sogar in einem guten Winkel. Die könnten uns gleich hier zur Gefahr werden. So, jetzt muss da einer reingehen. 97er, Flut. Flut. Wassereinbruch. Na los. Die Geschütze 8 dann jetzt. Jetzt will ich was sehen. Jawoll. Jawoll. 49. Oh, aua, aua, aua. Oh, wir haben böse einen eingeschenkt bekommen. Ah, das war ein böser taktischer Fehler, die Breitseite zu zeigen. Oh, das Schiff ist verloren. Das ist zu viel. Jetzt haben wir richtig auf die Schnauze bekommen. Zack, nächster rein. Wir müssen auf jeden Fall... Ich speichere mir das Schiff mal ab. Wir machen damit nochmal eine Runde 2, denke ich mal. Wir brauchen mehr Panzerung. Wir brauchen definitiv mehr Panzerung. Zack, nächster rein, nächster rein. Einer nach dem anderen hier. Rein damit. Jawohl. Kacke. Aber wir haben wenigstens noch ordentlich austeilen können. Aber ich denke mal, die Lenin ist verloren. Oh, das Handy. Ich habe es auf stumm gemacht, aber es brummt trotzdem die ganze Zeit rum. Mensch, doch. Die Lenin jetzt mit schwerem Wassereinbruch 8 anzukämpfen. Die Spanier aber auch schweren strukturellen Schaden. Oh, aua, 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 aua. Das war's mit der Lenin. Das Schiff steht lichterloh in Flammen. Wie, keine Ahnung, der Notre Dame vor ein paar Jahren. Da geht gar nichts mehr. Autsch. Aber ich glaube, selbst das spanische Schlachtschiff schafft es nicht mehr nach Hause. Haha, wir haben es versenkt. Wir haben das spanische Schlachtschiff durch die Glückstreffer versenkt. Haha, geil. Wir haben das Magazin getroffen. Dadurch ist die Babette in die Luft gegangen. Geil. Schönes Ding. Aber trotzdem, wir hätten das verloren, wenn der Glückstreffer nicht gewesen wäre. Deswegen, wir werden uns das Schiff mal merken. Wir müssen es speichern. Das ist ja jetzt automatisch gespeichert. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, es mit einem Daumen nach oben zu zeigen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abonnement da lassen. Dann haben wir die 160 auch bald voll. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Schüsseldorf.